rausschauen muss in die ganze Welt, um solche Ungenehmigkeiten auch seinen Preis hat. Und die Wahl am 4.12. wird Identität und diese seine Unverwechselbarkeit wirklich drinnen stecken. Ja, das liegt ja auf der Hand. Und dass ein glühender Verfechter. Also da hat er wirklich etwas eigenartig agiert. Man muss aber auch wissen, da war vielleicht auch das schlechte Gewissen ein bisschen schuld. Barroso ist ja mitverantwortlich dafür, dass der Irak angegriffen wurde. Die Folgen sind uns bekannt. Auch hier ist eine Flüchtlingswelle entstanden. Und er ist auf der Payroll von Goldman Sachs. Auch das muss man sehen, wenn man die Hintergründe näher beleuchtet. Ein Großindustrieller oder ein Oligarch, wie man solche Leute in anderen der akademischen Sicht heraus vielleicht die Welt erklären muss, eine Welt, in der die... Und er hat dann herumargumentiert eben mit einem Angriff, mit der Aussage, naja, das sind ja, das wären Konzentrationslager, was absolut Unsinn ist. Und ich habe ihn dann gefragt, na, was ist seine Lösung? Er hat dann gemeint, wir sollen 5 Millionen Menschen aufnehmen und sie integrieren. Wer wir ist, das ist offen geblieben. Gehört unserem entspricht das nicht und ich glaube auch nicht, dass es der war. Schön. Entschuldigung, ja, bitte. Und ich unterstreiche, dass ich das halten werde, was ich versprochen habe, nämlich, dass die Menschen in Österreich über TTIP und CETA abstimmen werden. Es gibt jetzt sehr viele Diskussionen, weil unsere Bundesregierung einen anderen Weg geht. Aber ich sage, es werden dann beide Seiten, die Befürworter und die Gegner, nachdem man mal wirklich alles ausverhandelt hat, die Möglichkeit haben, ihre Argumente auf den Tisch zu legen. Und die Bürger in Österreich werden entscheiden, wenn ich dann nächstes Jahr die Unterschrift zu leisten habe. Und ich werde mich mit meiner Unterschrift an dem orientieren, was die Menschen in Österreich wollen. Denn das Recht geht hier vom Volk aus. Und ich glaube, Norbert Hofer ist es auch, dass wir nicht nur in Österreich...